President of the United States and Mrs. Reagan. Oh, yeah, but later. If you want to go there now and try it, they might get it. Ladies and gentlemen, the national anthems of the Republic, Federal Republic of Germany, and the United States of America. When the jury freed Zenger, they were laying freedom of press as a cornerstone of our democratic system. We're with you. But today, Mr. Chancellor, I can tell you we're happy that the German people are with us. The government, the needs of our alliance are well appreciated here, as is the depth which you add to the meaning of us. Do we will disagree at times, but in free societies we're accustomed to differences and all between our countries. Our governments will work in the closest country. Our Bundeskanzler, Reagan Kohl, to an end to the committee of the Nürnberg. Sie haben damals mitgeholfen, mehrere Freundschaftsdemonstrationen zu organisieren. Bundeskanzler, über das deutsche Volk und über die starken Bande, die uns zusammenhalten.
Eine Studie hat vor kurzem deutsche Immigranten auf anderen Gebieten der Wirtschaft hat deutsche Dynamik und der deutsche Erfindergeist. Aber wie Sie wissen, Herr Bundeskanzler, war es nicht einfach harte Arbeit, die Amerika gebaut hat. Er hat jenen eingewandert, der in seine Feinde gegen den Missbrauch der Gewalt durch ein öffentliches Beamten sich aussprach. Der Person von Karl Schroth, der nebenbei gesagt einer der Gründerväter der Republikanischen Partei war. Jetzt können Sie sehen, wie es hinausgeht. Müssen wir westliche Demokratien fest zusammenstehen, wenn wir unsere Freiheit und den Frieden der Rechte, unsere moralischen Werte, unsere Moralgesetze entgegen uns wurde erwarten, dass ein Treffen zweier Führer, zweier großer Nationen Volkes willkommen. Herr Präsident, Mr. President, Mrs. Reagan, ladies and gentlemen, I thank you, Mr. President, most warmly for the very kind words of welcome. Also vor fast 30 Jahren stand zum ersten loyale Partner auf dem Weg zur Freiheit und zum Frieden, auf dem die Vereinigten Staaten von Amerika alle Nationen vorangehen. On 7th April 1963, almost 30 feet, a road on which the United States is ahead of all other nations. Und Herr Präsident, ich möchte Ihnen heute und allen Ihren Mitbürgern true today and will do so in the future as well. The Republic of Germany is and will Europa ein gemeinsames Ziel haben. Die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker. The goal is laid down in the preamble to the North Atlantic Treaty. Dies und vor allem unseren jungen Mitbürgern immer wieder bewusst machen. Denn unsere Partnership and of our deep friendship, because our shared fundamental convictions are the key to unity of the third world. Acht amerikanische Präsidenten und sechs deutsche Bundeskanzler haben ungeachtet aller innenpolitischen Veränderungen in unseren Ländern the Hoover Aid Program and watched the Quaker Aid Program and the Camp Hartle Gifts Action as meant for us at that time. Amerikaner haben mitgewirkt am Aufbau und den amerikanischen Erfahrungen. The Americans helped us to build a free state in our country, where they are welcome guests. These troops served together with 500,000 members of the Bundeswehr and the forces of five other allied countries. What clearer proof could there be, Mr. President, that we are dependent on one another? Und Amerikaner wollen gemeinsam aus diesem Anlass ein großes Fest feiern. Wir wollen uns gemeinsam in Wurzeln erinnern und aus der Vergangenheit Kraft und Mut und Zuversicht für unsere gemeinsame Zukunft schöpfen. Next year will mark the tricentennial of the first wave of German immigrants to America. And mark this occasion, Germans and Americans intend to herald the big celebration together. We will recall our common origin and from this past draw strength, courage, and confidence for our common future. Herr Präsident, lassen Sie uns das vor uns liegende Jubiläumsjahr zu Beginn einer Phase besonders enger, besonders intensiver und besonders fruchtbarer deutsch-amerikanischer Zusammenarbeit machen. Hier und heute wollen wir damit gewinnen. Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit. Mr. President, let us make the 4th anniversary the start of a period of particularly close, intensive, and fruitful German-American cooperation. Let us start here now. I'm looking forward to this cooperation. Thank you very much. Hold it!
to go. That's all right. I'll be shut out your phone. What was the rating? Oh, don't go down there. Oh, yeah. Hey, get your hand on the pipeline section. Photo office. Rock and roll. That helped out with 258. Vielleicht kann ich noch einmal zu dem Punkt kommen mit dem Gas und dem Röhrengeschäft. Perhaps I may go back for a moment to the gas line, the gas pipeline. Zunächst bedanke ich mich für Ihre Entscheidung. First of all, I'd like to know my answer, but I don't go. Jetzt beginnt ein wichtiger Punkt für mich. Now I'm at the beginning of a very important moment. Unser Kapitän.